Hallo, Dynamic Motion Analysis ist eine Slow-Motion unterstützte Bewegungsanalyse. Erst durch die Videoanalyse in Slow-Motion können Imbalancen in der Bewegung visuell beurteilt werden. Ziel der Methode ist es, Imbalancen im Huf und dem Bewegungsapparat zu erfassen und die daraus gewonnenen Informationen zu nutzen, um das Pferd in eine dynamische Balance zurückzubringen. Im Fallbeispiel 1 von Dynamic Motion Analysis wollen wir die biomechanischen und muskulären Auswirkungen einer Hufimbalance visualisieren und erklären. Der Hauptdarsteller unseres Videos ist ein 6-jähriger Fuchswallach mit einem blutigen, durchdringenden Hornspalt lateral am linken Vorderhuf. Betrachten wir nun die Fußungssequenz des linken Vorderhufes im Detail. Erst in der Slow-Motion-Aufnahme aus einer dynamischen Kameraposition 1,5 Meter lateral des zu filmenden Hufes wird die Wirkung der dorsopalmaren und medialateralen Imbalance offensichtlich. Der Huf berührt initial mit dem äußeren Eisenschenkel den Boden. Die Palmar der Hufbeinäste liegenden elastischen Anteile der Hornkapsel werden von der Richtung Körpermitte wirkenden mechanischen Kraft plastisch verformt. Dies führt zu einer proximalen Verschiebung der Hornkapsel, gut zu erkennen an dem wellenähnlichen Verlauf des palmaren Saumbandes. Als Konsequenz dieser Deformation kann sich der Hufknoppel in der ersten Stützbeinphase nicht ausreichend peripher ausdehnen. Der entstehende interne Druck und die auftretenden Scherkräfte sprengen die Hornkapsel. Ein spontan am Kronrand auftretender Hornspalt ist die Folge. Permanente, repetitive, lokale Überlastung der Hornkapsel führt zu plastischer Verformung und Schmerz. Die Konsequenz ist eine sich durch Schmerzvermeidung entwickelnde Kompensationshaltung. Jeder Körper versucht, Schmerzen durch eine veränderte Haltung erst einmal zu kompensieren. Langfristig entstehen verspannte Strukturen, sogenannte Kompensationsstrukturen, die man an der Muskeltopographie ablesen oder anhand von Stresspunkten ermitteln kann. Der Fuchs versucht, das schmerzhafte Auftreten auf der Trachte zu verhindern. Dies gelingt nur, indem er die Vorführphase verkürzt. Dazu hält er die kraniale und dorsale Schultermuskulatur vermehrt fest. Die hypertrophe Muskulatur kranial und dorsal des Ellbogens sind Zeichen einer dauerhaft vermehrten Beanspruchung. Der breite Rückenmuskel zeigt sich oberhalb der Gurtlage und in der Sattellage empfindlich verspannt. Diese Punkte verursachen zusammen mit der verspannten Schultermuskulatur die Rückständigkeit der Vordergliedmaße. Das hat auch Auswirkungen auf die Stellung der Hinterhand. Die dorsalen und kaudalen Muskeln verspannen sich, um die veränderte Statik der Vorhand zu kompensieren. Unter der Muskulatur zeigt uns das Skelett noch deutlicher die entstandene Fehlhaltung. Die Steilstellung des Schulterblattes und die Steilstellung des Oberarmknochens, die Rückstellung der gesamten Vordergliedmaße sowie die leichte Rückbiegung im Karpalgelenk, das Kippen des Beckens nach vorn, eine Überstreckung der Beckengliedmaße zu einem steilen Hinterbein sowie eine aufsteigende Rückenlinie. Zur detaillierten Beobachtung haben wir auch die Gelenkswinkel definiert. Allerdings dienen die hier gezeigten Stellungswinkel nur zur Veranschaulichung der Kompensationshaltung und zum späteren Vergleich. Ohne Röntgenbilder können sie natürlich nicht hundertprozentig genau sein. Schauen wir uns jetzt den Huf einmal genauer an. Bei der lateralen Ansicht fällt besonders auf die sehr lange untergeschobene Trachte. Der palmare Anteil der Hornkapsel ist aufgrund der übermäßig einwirkenden Kräfte proximal verschoben. Gut zu sehen an dem verschobenen Verlauf des Saumbandes. Als Konsequenz der plastischen Deformation sehen wir einen blutigen, durchdringenden Hornspalt. Schauen wir jetzt auf den Huf aus der palmaren Ansicht. Wieder sehen wir die langen, hochgestauchten Trachten. Die laterale Trachte bzw. Seitenwand ist proximal verschoben und höher als die mediale. Der Strahl liegt tief in der Hornkapsel und ist verkümmert. Die Ballen sind auffällig spitz und der Huf hat eine Zwanghuftendenz. Vergleichen wir jetzt die Bilder und Videos 4 Wochen später. Aus lateraler Sicht
kürzere, weniger stark untergeschobene Trachten. Der Palmare-Anteil der Hornkapsel ist wieder abgesenkt. Das Saumband verläuft in einem Bogen von der Zehe bis zum Bann. Und der Hornspalt wächst aus dem Saumband geschlossen heraus. Die Hufmorphologie aus Palmara-Ansicht. Die Trachten zeigen sich deutlich kürzer. Die laterale Seitenwand und Trachte ist fast auf gleicher Höhe wie der mediale Anteil. Der Strahl ist im Verhältnis der umliegenden Trachten niedriger und ist in der Stützbeinphase in Funktion. Die Ballen zeichnen sich runder ab und der Huf weitet sich. Die Ursache für die dynamische Imbalance des linken Vorderhufes ist die Diskrepanz zwischen statischer und dynamischer Balance. Der Hufschmied hat über einen längeren Zeitraum den Huf falsch interpretiert. Dadurch entsteht eine exogene Imbalance mit einer permanenten, repetitiven, submaximalen Belastung. Auf dem linken Bildschirm sehen wir den Huf mit dem alten Beschlag. Hier der initiale Kontakt und die wirkende Kraft. Der Hufwandwinkel zum Boden beträgt initial 36 Grad. Der Huf braucht 23 Zeiteinheiten bis zum vollständigen Kontakt mit dem Boden. In dieser Zeit legt er eine Winkeldifferenz von 36 auf 51 Grad zurück. Mit dem neuen Beschlag auf dem rechten Bildschirm haben wir eine geringgradige Zehenfußung. Der Huf berührt initial mit einem Hufwandwinkel von 47 Grad den Boden und legt bis zum vollständigen Kontakt maximal 2 Grad zurück. Dabei braucht er 3 Zeiteinheiten, um die Fußung abzuschließen. Links braucht der Huf von Initial bis vollständigem Kontakt 0,029 Sekunden mit einer Winkeldifferenz von 15 Grad. Rechts 0,004 Sekunden bei maximal 2 Grad Winkeldifferenz. Vergleichen wir jetzt die Werte miteinander. Delta T ist die Zeitdifferenz. Delta Radiant die Winkeldifferenz. Rot alter Beschlag und grün neuer Beschlag 4 Wochen später. Dann ergibt sich daraus, dass mit dem neuen Beschlag der Huf 7,25 mal schneller bis zum vollständigen Kontakt braucht und dabei eine 7,5 mal kleinere Rotationsbewegung ausführt. Die dynamische Überlastung der palmaren Hufstrukturen, die wir in der Bewegungsanalyse deutlich machen konnten, sind verantwortlich für die plastische Verformung der Hornkapsel, den sich daraus ergebenden Hornspalt, die Deformationskräfte und den Schmerz und für die Kompensationshaltung aufgrund von Schmerzvermeidung. Nach der Hufkorrektur und Wiederherstellen der dynamischen Balance ergibt sich eine Verbesserung all dieser negativen Konsequenzen. Nachdem wir die Ursache der Imbalance behoben haben, ist die vor 4 Wochen noch schmerzhafte hypertone und hypertrophe Muskulatur nun lockerer und vom Umfang fast physiologisch zurückgebildet. Der Fuchs zeigt nun insgesamt im Skelett optimierte Stellung, eine deutlich verbesserte Winkelung des Schulterblattes und eine verbesserte Winkelung des Oberarmknochens. Die Rückständigkeit ist behoben und die Vorderfußmasse steht beinahe im Lot. Das Becken wie der Oberschenkelknochen stehen wieder in einem physiologischen Winkel. Der Widerrist hat sich gehoben und damit die Rückenlinie begradigt. Mit der optimierten Neuausrichtung zeigt sich eine auffällige Verbesserung in der Rittigkeit, eine größere Schulterfreiheit und damit einhergehend mehr Raumgriff der Vorhand, weites Untertreten der Hinterhand und ein schwingender Rücken. Seine Bewegung hat seitdem Ausdruck und Kadenz. Und vor allem zeigt der Fuchs nun spürbar mehr Freude an der Arbeit. Für detaillierte Erklärungen und Literaturverweise besucht unsere Website www.dynamic-motion-analysis.com. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Dynamic Motion Analysis Team.